Bei einer Londoner Kunstgala haben Prinzessin Beatrice, 33, und ihr Ehemann Eduardo Mappelli Mozzi, 38, am Donnerstagabend einen glamourösen Auftritt hingelegt. Die Enkeltochter von Queen Elizabeth II. 96, erschien bei der The Alchemist's Feast Summer Party der National Gallery in einer salbeigrünen Paillettenrobe mit tiefem Ausschnitt. Ihre Taille setzte die 33-Jährige mit einem schwarzen Gürtel in Szene, ein schwarzes Haarband und eine glitzernde weiße Klatsch rundeten den schillernden Look ab. Ehemann Eduardo entschied sich für einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege. Einen Tag später ging es etwas weniger glamourös zu, am Freitag, 24. Juni, war das Ehepaar beim Glastonbury Festival zu Gast. Bilder, die unter anderem Page 6 vorliegen, zeigen das Paar in legeren Freizeitlooks. Im Freizeitlook beim Glastonbury Festival. Beide trugen weiße Sneaker und runde Sonnenbrillen. Der 38-Jährige wählte eine schwarze Jeans, ein weißes T-Shirt und eine dunkelgrüne Hemdjacke dazu. Beatrice stimmte ihren Look mit einem khakifarbenen Hemdkleid auf sein Outfit ab. Dazu trug die Prinzessin eine schwarze Umhängetasche und eine um die Hüfte gebundene Jacke. NCZ Spot.